Willkommen zu einer weiteren Folge von TikTok Reacts mit Maluna. Hallo. Und Maluna ist immer noch krank. Gute Besserung, Maluna. Es hat sich seit 5 Minuten, ich meine seit einer Woche. Seit einer Woche nichts geändert, nichts. Richtig. In welchem Abstand postest du mal? Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein paar Tage. Hey, wir machen weiter mit TikToks, ja. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Vas a arrepentir por haberme dejado. Ahora otro culito. Eu não falo português. Was ist das? Ein juicy Bauch. Damn, bro, nice Tommy. Keine Ahnung, Sandwich. Ich schwöre, es ist so scheiße warm hier, ohne Witz. Ich glaube, eine Ladung Wasser wird mir jetzt so gut. fühle ich, Schwester. Aber leider habe ich eine Apfelschorle. Ist aber auch geil. Wie machen die das? Ich weiß es nicht. Ich will dich jetzt nicht kränken, aber die hören sich weiblicher an als du. Was soll das? Was soll das jetzt heißen? Was soll das jetzt heißen? Kannst du mal machen? Kann das nicht. Nein. Ich hoffe, das ist ein Tiger. Nee, Löwe. Es ist eine Löwin. Oder? Also, warum hat die so... Warte, nein, bleib hier. Die hat so lila Augen, ne? Ja, so lila-blau ein bisschen. Vielleicht durch die Kamera? Ist das ein Löwe? Bibi-Löwe? Bibi-Löwe? Ja. Wie macht er das? Ich hab das schon mal gesehen, er kann gut blasen. Ha. Sieht aus wie Ass-Cheeks. Das sieht irgendwie gezeichnet aus. Ja, es sieht super unnatürlich aus. Nee, ich krieg's nicht hin. Ich wollte meinen Mund gerade auch so voll... Aua. Unsere Generation. Wie, like. Klingelstreich? No. Nee. Ja. Oh, bra. Oh, mein Gott. Aber es ist. Das stimmt. Ich habe früher immer geklingelt und geklopft, aber heutzutage, ey, ich bin vor deiner Tür, komm raus. Warum ist das so? Ist das uns unangenehm zu klingeln? Ja, keine Ahnung. Aber bei mir klingelt auch nie. Doch, ab und zu der Lieferant. Aber ich bin auch so bei Freunden oder generell auch. Freunde sind immer so, wir sind jetzt da. Und das ist weird. Ist bei euch das genauso oder nicht, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. In die Kommentare, Leute. Ja, schreibt's rein. Damn! What? Was? Guck mal, jemand schreibt Greenscreen, sieht man. Wo sieht man da? Ich weiß es auch nicht. Ja, ja. Klar, ja. Ach, weißt du was, scheiß auf dich, ganz ehrlich, Dark Phoenix, Alter, geh dich vergraben, du Eierkopf. Wir brauchen Resign Death Proof. Nee, das ist kein Greenscreen. Einfach Resign. Riesige... Proof auch Greenscreens, oder? Der prooft alles, was fake ist. Oh no, I hope I don't. Oh. Jetzt kommt's bei einem Hund, oder? Ja. Oh. Dann ist die Socke auch noch schmutzig. Ja, ne, die war auch noch getragen. Da ist das dann eklig. Das kam unexpected! Ja, ich bin nur aber überlegen, wie faszinierend das eigentlich ist, dass man die Nerven perfekt trennen konnte, sodass die unabhängig voneinander funktionieren. Aber wie fühlt sich das dann an? Ich kann es dir nicht beschreiben, leider. Weil du kannst sie dann ja so auch so bewegen, aber wie machst du das? Wie macht das dein Gehirn? Ich stelle mir auch manchmal so Fragen wie, ich kann den Finger bewegen und ich kann den Finger bewegen und es ist halt so, okay, krass. Und dann mache ich einfach den Daumen und den Finger. Und ich frage mich auch bis heute, wie mache ich das eigentlich? Deswegen seid ihr schon was Besonderes, weil ihr ein Mensch seid. Dein Gehirn ist so krass, dein Körper ist so krass. Wenn du dich schneidest, dann regeneriert er sich selbst. Siehst du, mein Körper regeneriert sich momentan. Ja, hört sich aber nicht so an. Ich habe das Gefühl, du wirst einfach, gehst kaputt gerade. Oh. Ich will diese Hausschuhe haben, die sind irgendwie cool. Ja, die sehen auch bequem aus. Gutes Video, sehr gut, ich kann's, ne? Ja. Ist cool. Minions! Tonight we steal the moon! Ja, Jungs, ich habe eine Idee. Das ist halt typisch, es ist wirklich Jungs. Das ist wirklich so typisch, Jungs. Das ist, aber ich mag's, ich lieb's. Ich musste gerade dran denken, wenn das Mädchen machen würden, dann würden die Leute schreiben, das ist cringe. Ja. Wahrscheinlich schon. Und das, meine Freunde, sind die gesellschaftlichen Normen. Nein, okay, so. Ja, wir haben auch eben schon festgestellt, dass du dich männlicher anhörst als manch andere. Hallo. Blacktop, pink T-Shirt. Billie Eilish. Bitch, I'm stylish. Blacktop, T-Shirt, Billie.
Ganz kurz vorweg, bevor du jetzt irgendwas denkst. Wie gesagt, ich habe es dir vor der Aufnahme gesagt. Ich sag's jetzt nochmal. Ich habe die nicht geliked. Ich like keine TikTok. Ich habe seit über einem Monat, sogar fast schon zwei Monate, kein TikTok auf mein Handy. Ich like gar nichts. Okay, das sind immer andere, die das liken, okay? Ich will's nur mal feststellen, ganz kurz. Maluna. Ja. Ich hab's dir eben gesagt, okay? Und Maxi hat auch noch zugegeben, dass er jetzt Insta-Reels stattdessen guckt. Das stimmt leider, ja. Bro, who buy this, man? Dog, homie hit you with the... Bro, jetzt aber, jetzt aber echt gut gemacht. Das ist aber gut. Einfach reingeklommen. Ja, der hat diesen Wurm gemacht an Halloween. Boah, das war so eklig irgendwie, ne? Aber das ist cool, weil das ist halt genau das, was man Halloween machen soll, oder nicht? Okay, du datest eine Frau mit kleinen Händen, damit er größer aussieht. Mom und Dad und Vicky kommen hier in ihn herum. Also ich habe relativ große Hände. Meine Hände sind gleich groß wie die von Lukas. Der Arme. Mein Löwe, mein Bär. Wenn man easy schreibt und der Gegner mit GG antwortet. Das war sehr süß. Finish it. Ja, das ist ein cooles Outfit. Ja. Kennst du, oder? Nee. Nee? Mm-mm. Ich habe sowas noch nie getragen. Wow! Okay, es war ein cooles Board. Das Board hat einfach gesagt, nee. Nee, er wollte einfach Uno nicht. Uno Reverse. Hat einfach die Karte auf den Tisch gelegt und dann fertig, boom. Yo, what's going on here? Arme! Der tut mir jetzt voll leid. I can relate. Also, ich meine, jeder fühlt sich mal so, ne? Oder? Ja, aber der Hund, der wollte da nicht sein. Nee, der sowieso nicht. Das ist eine krasse Schuhsammlung hier. Wie süß. Er möchte, dass der Teddy zuerst ist. Denkt der Hund, das ist ein Vapey? Ich glaube, der Hund denkt wirklich, das ist ein Vapey, oder? Das ist so süß. Wie sich anfühlt, nach einem Beintraining das Klo zu benutzen. Sehr schön übersetzt. Halt, ja, so ungefähr. Ja, aber hast du schon mal Beine trainiert, richtig hardcore im Gym? Ja. Hast du dich auch schon mal so gefühlt dabei? Ja. Ja, okay, ich auch. Okay, das sind wir gleich. Okay. Ist aber lange her, dass ich irgendwie im Gym war. Ja, same. 5 Jahre. Wenn ich mal in Berlin bin, gehen wir zusammen ins Gym. Okay, machen wir. Ich dachte, du sagst, nee, auf keinen Fall. Okay. Ich bin einmal jetzt letztens mitgegangen und ich habe eine Übung gemacht und habe mich dann hingesetzt und zugeguckt eine Stunde. Wenn wir zusammen gehen, darfst du nicht rumsitzen. Ich habe Lukas richtig angefeuert, so, aber halt im Sitzen. Jo. Riesenbaby. Ja. Hey, if I win this next round, you have to kiss me. Ja, warum nicht, ne? Ein bisschen schade, dass das Video vorbei ist, oder? Ja. Was? Du findest es schade? Hä? Hast du dich erschreckt? Schon wieder so ein Splitter. Oder sicher? Nee, das ist... Doch nicht. Das ist aber auch krass. Ich hab... Wie geht das? Hä? Maximal verwirrt. Hey, ich check gar nichts. Ich will es nicht ausprobieren. Ach, das ist so peinlich. Es sieht so dumm aus. Es sieht so dumm aus. Man hat keinen Sinn in meinem Kopf. Yeah, Peg-One-Test. Okay, Spielplatz-Test. Mhm.
That could happen. That's your kid there. Your kid can hit the head there. Hit the head there. Hit the head there. Or get down safely. Massive rocks on a playground. Just makes sense, doesn't it? La 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 la. Quite dangerous. That's gonna snap your kid's shin straight in. Yeah. Your kid needs rock climbing chalk to be using this equipment. Was ist hier los? Straight into that. How's that say? Ja. Ja, also aber laut diesem Test ist alles am Spielplatz gefährlich. Ja, wirklich. Sogar der Marienkäfer ist gefährlich. Ich würde sagen, Spielplätze sind auf jeden Fall kindersicher. Ich habe mir da auch schon mies... Ich hab mir den Arm gebrochen auf der Schaukel. Auch auf der Schaukel? Nee, auf so ein Kreisedings da, wo man so drauf läuft. Und dann dreht sich das immer schneller. Ich habe immer im Stehen geschaukelt. Mutige Maluna. Ich sage es immer wieder. Mutige Maluna. Und dann im Stehen und dann war ich in der Luft, hinten quasi, und bin rausgefallen aus der Schaukel. Normalerweise, Maluna, du machst immer Flickflacks, alles und du überlebst alles. Ja, easy, Salto, aber Rückwärtssalto, aber ja, diesmal, ja, weißt du. Aber ich habe eine Frage, funktioniert das? Wie sie sich erschreckt hat. Guck sie dir an nochmal. Guck ihr Gesichtsausdruck. Aber hat das funktioniert? Ich will nur wissen, wir beenden das hier mit dem Ding. Leute, wie fandet ihr die TikToks von heute? Maluna, wie fandest du die? Sehr, mutig. Wunderbar, lasst gerne da noch unten ein Abo dafür, mehr TikToks. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von TikToks. Mit verschiedenen Freunden, weil ich habe Freunde. Bleib gesund! Ich habe Freunde! Maluna, du bist ein Freund, ja? Ja!